Horsti schreit, den kann ich nicht abstellen leider, aber die Desmodea, die muss jetzt die Klappe halten, Ruhe, Highlighter Ruhe. Und herzlich willkommen, liebe Waynes, zu meinem Frühshoppen am Sonntagmorgen. Horsti ist ausnahmsweise mal wieder mit am Start. Ich weiß nicht, ob ihr den vermisst habt die letzte Zeit. Womit kann ich den beruhigen? Gar nicht. Geht nicht. Vielleicht hat den ja sogar der ein oder andere vermisst. Ich habe mir einen Schoko-Cappuccino gemacht. Hier nach Weight Watchers, nur so als Info. Wie viel Gramm Pulver da drin sind, sage ich jetzt nicht. Für diese große Tasse verbrauche ich 6 Punkte. Für eine kleine würde ich 3 verbrauchen. Wie kann man denn so brüllen? Ich lege dir mal eine Zeitung auf den Käfig, vielleicht kann er ein bisschen Bilder gucken. Aber das hält ja meistens nie lange durch. Ja, Thema heute habe ich eigentlich gar keins. Ich bin relativ unvorbereitet. Ich muss mich auch beeilen. Ich muss gleich noch zur Apotheke und mir noch neues Schmerzmittel kaufen. Dann wollte ich da noch ein bisschen die Straße auf und ab bummeln. Ich habe mir von meinen neuen Birkenstocks eine dicke Blutblase am Fuß gelaufen gehabt. Ich sage es euch, ich habe mir diese Zehentrenner geholt von Birkenstock. Ich finde die super, aber irgendwie habe ich mich da früher schneller dran gewöhnt. Also normal, ich weiß, es tut immer weh, wenn man die neu anzieht. Ich habe sie 2 Tage getragen, dann konnte ich nicht mehr laufen. Dann habe ich andere Schuhe angezogen. Ich denke plötzlich, was ist das denn Klebriges im Fußbett? Ne? Ist da eine dicke Blase von diesem Zehensteg aufgegangen? Ey, Leute, eine Sauerei, ich kann euch sagen, ne? Ich bin genervt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich diese 70-Euro-Schuhe überhaupt tragen kann. Denn jetzt habe ich da erstmal eine offene Blasenstelle und bis die zu ist, bestimmt nicht. Ja, der will raus. Ich habe aber das Fenster hinter mir auf und dann gibt es keinen Freiflug, Leute. Kein Freiflug für Horsti, wenn Fenster auf ist. Wenn ihr Vögel habt, Fenster zu. Die sind weg, ne? Ehe ihr euch verseht. Oh, den habe ich wochenlang nicht gehabt, ne? Ich liebe den ja Wochen nicht. Fein, aber ich merke mittlerweile, dass mir 6 Punkte zu süß sind. Ich werde mir den nächstes Mal für 4 Punkte aufgießen. Man verändert ja doch so ein bisschen seinen Geschmack, muss ich sagen. Ja, und dann, wenn ich dann gebummelt habe, komme ich nachmittags nochmal nach Hause. Ich habe Weight Watchers mäßig vorgekocht. Ich habe ein riesen grünes Ofengemüse gemacht, eine riesen Portion. Also grünen Spargel und Brokkoli und Rosenkohl. Und im Ofen gegart mit Kräuterbutter ein bisschen. Ein bisschen, ne? Also da würde... Ah, so wenig, dass pro Portion an Fettpunkten, beziehungsweise überhaupt an Punkten in diesem Grünen, 2 Punkte zusammenkommen. Und da habe ich dann noch 2 Lachsfilets am Schluss drauf getan. Lecker, lecker. Und dann habe ich noch, auch aus der Weight Watchers App, wer Weight Watchers macht, möge da nachgucken, die Karotten-Vanille-Suppe gemacht. Die schmeckt auch mega. Ich habe allerdings einen Teil Karotte durch Kartoffel ersetzt, weil nur Möhre ist mir doch zu möhrig dann. Da bin ja kein Hase. Übrigens, in meinem chinesischen Horoskop bin ich ein Schwein. Noch Schweine unter uns hier oder nur Drachen, Pferde und Hunde und Hühner? Dann gehe ich heute Nachmittag ins Kino, in ein kleines Programmkino hier bei uns, und zwar in Boys. Ist ja eine neue Dokumentation, die rausgekommen sein soll, hat nur beste Kritiken bisher. Ich bin großer Boys Fan. Ja, Fan kann man nicht sagen, dazu weiß ich einfach zu wenig über den. Ich finde den einfach faszinierend. Ich finde, der ist aus der Kunstszene hier nicht wegzudenken, wegzudiskutieren. Ist so der Klaus Kinski der Kunst. Und er ist gestorben, als ich Kind war. Ich glaube, ich war Kind oder Jugendlich. Nee, Jugendlich. Ich war schon auf dem Gymnasium. Da ist er dann hinweggerafft worden.
Und unsere Lehrer waren ja, Kunstlehrer waren ja alle boysifiziert, ne? War ja auch im Gespräch, mal unser Gymnasium Josef-Beuys-Gymnasium zu nennen, wo ich sehr früher war. Ist dann Lise-Meitner-Gymnasium geworden, aber egal. Eine meiner Kunstlehrerinnen war die Frau van der Grinten. Die ist mit dem van der Grinten-Clan irgendwie verbandelt, die Werke, den Nachlass, wie auch immer, verwalten. Ich weiß es nicht, auf Schloss Meuland da. Ja, werde ich mir heute Nachmittag angucken. Und heute Abend gibt es dann lecker Spargel mit Kartoffeln. Ja, was wollte ich euch erzählen? Ich wollte euch eigentlich nur kurz vom letzten Wochenende erzählen. Da habt ihr ja, ich verlinke euch das mal. Da ist der Finger. Hier oben. Klickt mal da drauf, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Das ist der 55 Best Friends Tag mit meiner Freundin Petra aus Frankfurt, die mich besucht hat. Übrigens, will jemand meine Kette sehen? Ne, will keiner sehen, ne? Zeig ich trotzdem. Die hat mich besucht und wir haben den 55 Fragen Freundinnen-Tag gemacht. Und ich entschuldige mich jetzt für die, die es noch nicht gesehen haben und jetzt da draufklicken, für die miserable Qualität. Ich habe irgendeine komische Einstellung an meiner Kamera gemacht. Technik ist für mich ja hier, überfordert mich, Fotografie, Filmerei. Ich hoffe, dieses Mal ist es gut, was ich eingestellt habe. Da habe ich irgendwie die Einstellung TV-Blendautomatik gemacht und das war nicht gut. Dann, ja, am Wochenende sonst habe ich nichts vor. Morgen ist Chili-Milli, Pflichten, Waschen, Bügeln, Kochen, Schmoren angesagt. Und dann habe ich mich mal an so einen Weight Watchers-Tipp gemacht, wo ja viele nach verrückt sind. Und was heißt verrückt, soll halt ein guter Tipp sein, wenn man abends Hunger hat auf, auf Chips und Knabberzeug, aber keine Punkte mehr. Dann soll man dies hier knubbern. Habe ich selbst gemacht. Ich habe also meinen Hornhauthobel genommen und meine Füße ordentlich nein. Guckt euch das an, das ist doch... Ist kein schöner Anblick, ne? Von Namen nochmal. Also man nimmt Stinkkäse, diesen Handkäse. Komm, ich will auch noch die Zähne dran ausbeißen. Ja, diesen Handkäse, den mag ich eigentlich, ne? Ich mag den gerne mit Musik. Also mit Essig und Öl und Zwiebeln und Paprika. Da mag ich Handkäse sehr gerne. Aber der Trick ist, diesen Handkäse in Scheiben zu schneiden und in den Ofen zu schieben, mit Paprika bestreut, bis der Blasen wirft, und dann rauszunehmen, zu trocknen und in solche Stücke zu brechen. Die werden richtig knusprig, wenn man die Scheiben dünn schneidet, richtig dünn schneiden, und die blasen sich dann so auf, ne? War auch ordentlich hart. Und man hat ordentlich was zu kauen. Wie ihr erinnert habt, so vom Gefühl her, als ich Kind war, hatten wir einen Pudel, mein Opa. Und der kriegte immer, ich weiß nicht warum, da gab es immer zu kaufen aus so Knochen, keine Ahnung, so ein Schuh. Das sah aus wie so ein Schuh zum Kauen. Und da waren immer noch Leckerlis drin. Und als Kind, wie alt war ich, 5, natürlich auch mal da reingebissen, ne? Ich glaube, das war ähnlich. Ich glaube auch, das Hunde voll aufs das hier abfahren. Hunde mögen ja gerne, wenn was stinkt. Und das stinkt und schmeckt komisch. Das hängt mir jetzt überall zwischen den Zähnen. Ja. Kann man, muss man aber nicht, ne? Muss man schon der Typ für sein, sowas zu essen. Und bleibt auch im Hals stecken.
Wer schreibt mir da? Ich muss mal eben gucken. Was will die? Hä? Also, sie interessiert mich nicht. Ja, dann wollte ich euch vom letzten Wochenende erzählen mit Petra. Die ist, wie fängt mir der Zeug hier? Hinter den Zähnen, zwischen Zunge und Zahn. Die ist abends gekommen und wir haben uns getroffen beim Vietnamesen zu viert. Ne, mein Freund, ich, der Esel nennt sich selbst zuerst, die noch eine Freundin, also mein Freund, eine weitere Freundin, Petra und ich, haben uns beim Vietnamesen getroffen und haben dann noch schön ja, da lecker gespeist. Ich liebe ja diese Sommerrollen zum Selberrollen. Ne? Dieses weiche Reispapier, wo man dann einen Salat reintut und Bohnenkeime und Kräuter und dann die leckeren Sößchen. Und ich hatte dann noch Schweinefleisch und dann gerollt und frisch und wenig Punkte. Super, ne? Ist ja nichts frittiert dran oder gebraten. Perfekt. Ja, da haben wir dann ziemlich lange gesessen. Petra wie immer schickimicki, wie aus dem Ei gepellt, ne? Gestreiftes Kleidchen, Hütchen, Lackgürtelchen, einfach süß. Ja, dann sind wir nach Hause und ich bin früh im Bett, weil ich bin ja, was heißt früh, so Mitternacht. Ich bin nicht so ein Nachtmensch. Und Jochen und Petra haben irgendwie noch bis in die ersten Vögel angefangen haben zu singen, gequatscht in der Küche. Ich bin immer zwischendurch aufgewacht und habe sie quatschen gehört. Ich denke, ja, besser als wenn ich gezwungen werde, die halbe Nacht wach zu bleiben. Das kann ich nämlich nicht. Am anderen Morgen sind wir losgefahren. Sie wollte zu John's Vintage, so eine Vintage-Modenladen. Der hatte allerdings zu. Dann sind wir noch da in verschiedene andere Läden und haben dann schließlich Glad Rags entdeckt. Das ist auch ein Vintage-Kostümverleih, Karnevalsmoden, hast du nicht gesehen, Laden hier in Köln. Und die haben also jede Menge Zeug, ne? Sorry. Jede Menge Zeug. Und da hat die sich durch die Klamotten probiert. Die hat ja eine Traumfigur, ne? Die richtige die Sanduhrfigur mit schönen Hüften, schöner Oberweite, schmaler Taille, schönen Beinen. Perfekt. Nicht zu wenig dran, also nicht so ein gerades Gestell, sondern richtig so, ist eine Sanduhr, ne? Petra. Und Schülchen anprobiert und sie hatte Spaß, ich hatte Spaß, die Verkäufer hatten Spaß. Und vorher hatte sie in dem anderen Laden noch einen Hut gefunden und war einfach geil, ne? Und da hat sie dann drei Kleider gekauft und noch ein paar Schuhe. Total niedlich, ein Schirm und Handschuhe. Also wirklich, ne? Die Frau ist einfach eine Kleiderfrau. Bin ich ja dann schon ein bisschen neidisch drauf, aber man muss auch gönnen können, ne? Dafür kann ich Auto fahren und habe ein Auto. Das hat sie nicht und kann sie nicht. Und ist für mein Wohlbefinden dann noch wichtiger. Jo, dann hat sie leider ein Kleid und einen Hut da vergessen. Aber ich hoffe mal, das wird ihr nachgeschickt. Sonst muss ich das da noch abholen. Nachmittag, also wir haben also im Grunde den Tag in Vintage-Läden verbracht. Und nachmittags war Stammtisch. In einem Café in Köln, im Café Krämer, griechisches Café, ganz gefährliche Kuchen, ganz gefährliche Bänke, wo man drin versinkt und nur noch Kuchen essen will und ja, rumhängen. Da wurden wir dann auch ziemlich müde, aber von wegen ins Bett gehen ging nicht, weil abends hatten wir noch Dracula, eine Vorstellung, gebucht im Theater am Sachsenring. Ist ein ganz kleines Theater, weil das schon, ich glaube, wie lange gibt es das? 30 Jahre gibt. Joe Knipp heißt der Leiter, glaube ich. Der ist auch immer persönlich anwesend, begrüßt die Gäste, verabschiedet die Gäste
Und ja, ist ein ganz kleines Theater im Untergeschoss mit, im Internet steht 90 Plätze, aber wir haben so 50 bis 60 geschätzt. Kann sein, dass man die noch vorne bei der, bis zum Bühnenrand ausdehnen kann. Und da haben wir dann auf sehr ungemütlichen Stühlen, harte Klappstühle, nichts für meinen zarten Hintern, sage ich euch. Aber die gemütlichen Stühle standen hinten und wir hatten Plätze in der ersten Reihe. Hallo? War super. Das Theaterstück war fantastisch, vollkommen ohne... Als Kulissen hatten die nur eine Bank, ein kleines Podest und verschiedene große Rahmen, die hin und her gerückt wurden und ein Klavier. Es waren vier Schauspieler, alle in Doppelrollen. Waren alle Fantastico, gehören zum Ensemble vom Theater am Sachsenring. Habe ich schon gesagt, dass das Theater am Sachsenring war? Alle Kölner um Köln rum, geht da mal hin. Die haben gute Stücke, sehr gute Stücke immer. Öfter auch englische Stücke. Ich glaube, der Betreiber ist mit dem Tony Dunham von der Confederacy of Fools irgendwie verbandelt, aber ich bin mir auch nicht sicher. Nagelt mich nicht fest. Auf alle Fälle, die Stücke da sind gut, durchweg. Und ich muss wieder öfter hingehen, habe ich festgestellt. Schauspieler fantastisch. Der Anfang schon packend fantastisch. Am Anfang hat man eher so eine szenische Darstellung, die wechselt dann später zu einer erzählerischen mehr. Und wir waren hin und weg, wir waren total begeistert. Man kriegt da auch Kleinigkeiten zum Schnubbeln und zu trinken natürlich. Muss man bezahlen, das kriegt man nicht so. Und dann waren wir dann später abends wieder daheim. Schön wieder, ich wieder früh im Bett. Soll ich noch so ein Hornhautding essen? Nee. Aber da ist früh im Bett halt, ne? Wenn man Besuch hat, so ganz früh kann man sich ja dann doch nicht verabschieden. Dann auf alle Fälle in Bett und am nächsten Tag, was haben wir denn da gemacht? Ah ja, am nächsten Tag sind wir schön gemütlich gegen Mittag. Ach so, haben wir erst den 55 Fragen Best Friends Tag, den ich euch hier verlinkt habe, gedreht. Und ja, dann war schon Mittag, dann sind wir ausgiebig frühstücken gegangen oder warm essen, das war ja schon Mittag. Und haben dann da noch ein bisschen geplant, wenn wir uns wieder treffen, was wir dann machen. Und das hat total Spaß gemacht und dann wollten wir irgendwo hin. Wo waren wir denn mittags dann? Der will raus. Ich mach gleich Fenster zu, dann lass ihn raus. Der sitzt hinter der Tür und schnäbelt. Warte, ich zeige ihn euch mal. Da sitzt er in Wartestellung, dass ich die Tür aufmache und da raus kann. Jetzt bist du still, ne? Labertasche. Wo waren wir denn da noch? Also nachmittags sind wir noch zum Katzencafé gegangen, so viel weiß ich. Und haben da leckeren Möhrenkuchen gegessen. Der ist sehr gut da, der Möhrenkuchen. Aber vorher habe ich schon wieder vergessen. Wir waren aber vorher noch... Ja, wir waren vorher in der Ausstellung in Ehrenfeld. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Wo so, das war eigentlich eher so eine Fachausstellung. Wir fühlten uns so ein bisschen fehl am Platz, war aber sehr, sehr sehenswert. Meiner Meinung nach 8 Euro viel zu teuer. Eintritt, da waren diese Künstler, die für Horrorfilme, Filme, die Creatures und Special Effects machen. Also da waren dann die Figürchen ausgestellt, die dafür Props und Props heißt das auch, ne? Und Modelle und Special-Effects-Sachen, die dann da zum Einsatz kommen. Monsterköpfe, Gruselköpfe, wenn irgendwelche Leute ausgeweidet irgendwo liegen und die Gedärme liegen um den Hals. Oder
das Gehirn kommt raus oder irgendwo bohrt sich ein Käfer aus dem Auge oder was, das war alles da ausgestellt in, als Modelle. Und dann war da wohl auch noch gleichzeitig Seminar, was da lief rund um das Thema. Und ich nehme an, sehr viel Fachpublikum. Angeblich war da die Crème de la Crème der Special Effects Props und sonst wie Macher, auch aus Amerika. Und hast du nicht gesehen? Ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, wer das war. Keine Ahnung. Und dann war da so ein Tisch, wo halt welche am Modellieren waren. Solche kleinen Monsterköpfe aus einem speziellen Stoff. Dann konnte man auch da so Kleinigkeiten kaufen, zum Beispiel so einen modellierten Totenschädel, wo man dann oben einen Stift reingesteckt hat und so. Hab nichts gekauft. Doch, hab was gekauft. Und dann war da so ein historischer Absinth-Händlerwagen. So wie so ein im Mittelalter, wie man die schon mal sieht, so ein Holzkarren zum Aufklappen. Wie so von so einem Bader, wo dann überall kleine Tiegelchen und Fläschchen drin stehen. Und das war halt Absinther, ne? Waren dann ganz viele verschiedene Sorten. Habe ich dann ein paar Fläschchen gekauft zum Verschenken und selber trinken. Und der Absinthhändler war auch sehr nett. Ja, da waren wir. Dann, wie gesagt, im Katzencafé. Und was haben wir denn abends noch gemacht? Sie musste um 8 Uhr den Zug nehmen. Und wir haben uns dann noch im Bett gelegt quasi. Also sie hat sich noch auf die Couch gelegt und geratzt. Und ich habe mich in den Sessel gelegt und auch ein bisschen geratzt, denn wir waren doch dann ziemlich müde. Das war das letzte Wochenende. Ja, dann würde ich sagen, Schluss. Ich wollte mal probieren, ob ich hier oben eine Umfrage einsetzen kann. Wenn die jetzt hier eingeblendet ist, macht die doch bitte mit. Denn wollte ich eigentlich mit anfangen mit dem Thema. Habe ich dann vergessen, wie es so üblich ist, weil Horsti mich aus dem Konzept gebracht hat. Ich arbeite jetzt wieder voll. Also ich habe meinen Resturlaub vom letzten Jahr abgefeiert. Meine Krankschreibung ist erledigt alles und jetzt ist schon Frist vorbei, das heißt wieder 5 Tage Woche ackern und ich habe gemerkt, ich werde es nicht aufrechterhalten können, 3 Videos pro Woche hochzuladen. Ich werde bei 2 hängen bleiben und zwar einmal hier den Frühschoppen, der macht mir Spaß und einmal irgendein Themenvideo Follow Me Around oder was weiß ich. Und ich würde gerne von euch wissen, welcher Upload-Tag euch am liebsten ist. Ich habe, ob es halt besser 2 Filme am Wochenende sein sollen oder ob man die Woche nochmal teilen soll. Oder, und um wie viel Uhr. Ich lade meine Videos, die jetzt nicht die Frühschoppen sind, ja alle 4 Tage um 18 Uhr hoch. Jetzt ist die Frage, soll ich bei 18 Uhr bleiben? Welchen Tag soll man nehmen? Sollen wir einen von Montag bis Donnerstag nehmen? Lieber den Freitagabend, Samstag, Sonntag? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und deshalb bitte ich euch, sagt mir doch oder stimmt ab hier, wenn das jetzt nicht geht, weil ich zu blöd war, schreibt hier runter, ob ihr welchen Tag ihr haben wolltet. Und wo ich das hier gerade mache, fällt mir ein, hat jemand von euch ganz früher die Vorstadt-Cinderella geguckt? Ich habe die sehr, sehr gerne geguckt und vermisst die auch. Die heißt jetzt, glaube ich, Mrs. Mara oder Miss Mara. Aber macht auch kaum noch Videos. Die hat immer so gemacht, dass man das unten in die Kommentare schreiben soll. Also schreibt mir unten oder so. Ich weiß nicht, irgendwie immer so. So. Schreibt mir unten in die Kommentare, wann ich uploaden soll. Und apropos Vorstadt-Cinderella. Ich habe Autorität im Blick scheinbar, aber immer nur ganz kurz. Ich lasse dich gleich raus. Mein Freund steht auch gleich auf. Ne? Ich meine, als ich an der roten Ampel letztens stand, habe ich in Köln die Vorstadt-Cinderella gesehen, die Mara, im geringelten T-Shirt. Ich meine es. Ich hatte Fenster runtergekurbelt und sie lief
Und sie lief zu einer Haltestelle, zu einer Straßenbahn. Und ich hätte aus dem offenen Fenster Hallo Mara rufen können. Allerdings, erstens nicht getraut, weil, weiß ich nicht, geschämt, keine Ahnung. Ich mache selber Videos und traue mich nicht, jemand anzusprechen. Zweitens ist mir der Name nicht direkt eingefallen, Mara. Dann hätte ich also brüllen müssen, Vorstadt Cinderella, hallo. Das wäre mir doch etwas, wäre ihr vielleicht auch doch etwas unangenehm gewesen. Und das war mein zweites YouTuber. Ich sehe ein YouTuber-Erlebnis live. Okay, gut. Dann wünsche ich euch jetzt noch, wie lange haben wir denn jetzt gemacht? 25 Minuten. Ich wünsche euch. Noch einen wunderschönen Sonntag. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Und vielleicht drehe ich aber auch erst noch ein Aufgebraucht-Video jetzt eben. Ich glaube, das mache ich jetzt noch. Und dann. Ihr habt ja alle schon abgeschaltet. Tschüss.